Sie denken, eine gute Fund-Performance ist etwas Gutes. Also in anderen Worten, wenn eine bestimmte Anlage, ein bestimmtes Anlageprodukt eine gute Rendite erzielt hat, ist das besser als, als ein anderes Anlageprodukt, das eine schlechte Rendite erzielt hat. Das zumindest meint man. Und viele Menschen investieren ihr Geld in Aktienprodukte, in Sparprodukte, die eine gute Rendite zeigen. Das ist aber grundsätzlich falsch. Und ein ganz spannender Mensch hat mich darauf gebracht, nämlich jemanden, der sich um Fonds kümmert. Und er hat gesagt, in unsere Fonds wird zurzeit so viel Geld investiert, dass wir gar nicht mehr erwarten dürfen, dass diese Fonds eine gute Rendite haben. Und warum ist das so? Das sind Fonds, die sehr gut gelaufen sind und deshalb kaufen die Fonds immer mehr von den Aktien, die sie eben gemäß ihrer Anlagestrategie kaufen wollen. Und das führt dazu, dass die Renditen, respektive die Preise in diesen Aktienfonds, sehr viel höher sind. Also immer wenn Sie einen Fonds sehen, der eine gute historische Rendite hatte, also über die letzten 1, 3 oder 5 Jahre überdurchschnittlich gute Renditen erzielt hatte, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass in diesem Fonds jetzt gerade diejenigen Anlagen liegen, die sehr, sehr teuer sind. Und logischerweise, alles was raufgeht, muss auch wieder runterkommen. Gerade diejenigen Fonds sind es, die eine schlechte Rendite haben werden in der Zukunft. Und das Beispiel ist ganz einfach, man erkennt das am Lebenszyklus. Ich zeige es Ihnen hier. Jede Strategie, jede Anlagestrategie hat ihr Lebenszyklus. Manchmal läuft die Strategie gut und manchmal läuft sie schlecht. Wir wissen das. Egal, welche Strategie Sie wählen. Value-Strategie, Wachstumsstrategie, Mittelstand und kleine Aktien kaufen, große Aktien kaufen, eine bestimmte Branche kaufen. Alle Strategien gehen durch Zyklen. So ist das Leben. Einmal sind sie gut und dann sind sie wieder schlechter. Und das führt dazu, dass immer dann, wenn so eine Strategie wirklich gut war, sie mit der größten Wahrscheinlichkeit wieder korrigieren wird. Also alle Anlageklassen, alle Produkte, die Sie auf dem Markt sehen, mit einer hohen Rendite, sind sehr wahrscheinlich sehr teuer und deshalb auch am Ende Ihres Lebenszyklus. Je besser die Rendite ist und je länger die Rendite gut war, desto wahrscheinlicher sind wir hier oben und werden wieder fallen. Aus diesem Grund ist es ganz wichtig, dass Sie ein Anlageprodukt oder überhaupt eine Vermögensverwaltungsdienstleistung nie kaufen, wenn die historische Rendite außerordentlich gut war. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Selberinvestieren.